Okay, guten Morgen. guten Morgen, Herr Kuhler, Herr Daniel, ich bin hier, ja. Scheiße. Mikro war aus, ne? Mikro war aus. Okay. So, da haben wir hier. Systemzustand. Also. Was ich gerade erzählen war, ist Folgendes. Also erstmal herzlich willkommen zum ersten Stream der Woche. Ich versuche jetzt jeden Tag zu streamen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Tag in der Früh immer. Gibt es einen kleinen, meistens Elden Ring Stream von mir. Und das wird heute auch nicht anders sein. Ich habe gestern Abend wieder, also gestern den ganzen Tag über, ein bisschen gespielt. Oder nee, gestern habe ich gar nicht gespielt. Aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich gleich 5 Stunden lang gezockt. Habe das jetzt gerade zusammengeschnippelt, noch in der Früh, bin extra um 5:30 aufgestanden. Habe das noch geschnippelt. Das rendert jetzt, hat so ein stundenlanges Video. Und zwar habe ich Rani in ihrem Turm entdeckt. Und bin dann auf eine Mission gegangen mit Blight wieder zusammen. Ja, Blight ist auch wieder da. Wir haben einen total angepissten Zauberer kennengelernt, der uns immer echt blöd anmacht. Dem würde ich am liebsten mit meinem Katana eins über die Rübe ziehen. Aber für den müssen wir noch eine kleine Mission machen. Der hat uns nämlich irgend so ein Elixier gegeben und das soll irgendwie. Jemand soll das trinken, wobei ich diesem Affen da nicht ganz traue. Ja. Also wir haben einmal diese Mission, dass wir doch das Elixier für den bringen müssen. Dann haben wir die Mission mit Blight, dass wir Nacron finden. Aber Blight ist jetzt, nachdem wir ein bisschen rumgesucht haben und dann haben wir zwei Bosse besiegt, so einen Spektralboss und so einen uralten Ritter oder irgendwie sowas, dann bin ich wieder zum Blight hin und nee, dann bin ich zur Rani und habe gesagt, oh, hallo und ja, die hat dann irgendwie gepennt. Dann bin ich wieder zu einem angepissten Zauberer, der hat mir irgendeine Schriftrolle oder irgendeinen Zauber oder sowas gegeben, den ich Selene geben soll. Dann bin ich zu Selene gegangen, habe ihr Selene gegeben. Die hat gesagt, oh ja, bla und Rani und die ist, der ihr Schicksal hängt mit dem Mond und mit den Sternen zusammen und Radahn hat durch seine Existenz verhindert Radahn, dass die Sterne leuchten, weil falls es euch mal aufgefallen ist, ich schalte mal schnell um hier. So, mal hier. Schaut mal. Falls es euch nämlich auffällt, sind wir in der Nacht? Ja, früh am Tag. Es gibt keine Sterne in Elden Ring. Zeit vertreiben zum Nachteinbruch. Es gibt keine Sterne. Die einzigen Sterne, die man sieht, sind. Hier, schaut mal. Also die einzigen Sterne, die man sieht, sind. Oh Mann, das hat gestern so gut geklappt. Das ist ein ganz guter Trick hier. Hoch. Was ist denn das jetzt hier? Ich bin noch nicht ganz da. Man merkt das schon. Ach, Kacke. Naja, jedenfalls, ihr seht ja. Hier kann ich mich immer so hinstellen. Hier, man sieht den Mond. Da, ja, doch, man sieht schon so ein bisschen Sterne. Stimmt. Man sieht schon ein bisschen Sterne. Warum sagt ihr dann, dass man keine Sterne sieht? Naja.
Und jedenfalls heißt es wohl, dass der Radan, ja, der sich in Schloss Rotmähne aufhält, dass der das irgendwie den Mond und Sterne irgendwie zurückhält und deshalb müssen wir dahin. Und in der Schloss Rotmähne, da ist dieses Heldenfest, wo diese ganzen Helden, die irgendwie Champions werden wollen, die treffen sich da. Also da ist der Alexander, da ist der Blight jetzt und vielleicht sind noch ein paar andere da. Und die wollen alle Champion werden und Helden werden und gegen den Stärksten, der eben der Radan ist, antreten. Also das werde ich heute machen. Oder mal dann hingucken. Weil der Weg ins Schloss ist ganz schön heftig. Weil ich jetzt mittlerweile ja doch ganz gut equipped bin. Wir sind hier mittlerweile bei, schau mal, was sind wir denn, wie viele Stunden habe ich denn? Also Stufe 90 und 127 Stunden, ja. Also ich bin so jemand wirklich, der beim ersten Mal Souls spielen immer ewig lange. Ich habe, glaube ich, beim ersten Mal Dark Souls, auch 200 Stunden habe ich in Dark Souls verbracht. Und Dark Souls ist ja wesentlich kleiner als jetzt Elden Ring. Auch bei Dark Souls 2 250 Stunden. Bei Dark Souls 3 bin ich auch bei sowas in der, also wirklich krass. Ah, wobei, apropos Dark Souls 3, es ist folgendes. Jetzt im April ist es 5 Jahre her, 5 Jahre, dass Dark Souls rauskam. Und da mache ich ab dem, passt mal auf, zack. Dark Souls 3 ab dem 12. Ja, ab dem 12.04., 12. April, da habe ich es damals bekommen, gibt es einen kleinen Dark Souls 3 Stream. Da mache ich mir eine kleine Unterbrechung dann von Elden Ring. Und das ist der Dienstag in 2 Wochen. Und genau, ab da mache ich einen kleinen Dark Souls 3 Stream. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 Jahre ist das her. Krass, ha? Vor 6 Jahren kam dieses geile Spiel raus. Und das heißt, 6 Jahre haben die gebraucht, um nochmal so eine etwas im Dark Souls-Universum zu machen. Ja, krass. Ach Gott, der steckt hier bei 86%. Okay, wisst ihr was? Bam. Wir starten. Ich schalte die Kamera um. Und übrigens dieses Gezuppel, was es da immer macht, das ist, weil ich da so einen etwas günstigeren Umschalter habe. Aber das ist echt cool. Passt schon. So, jetzt finde ich, das Licht ist aber ein bisschen zu hell. Gut. Wunderbar. Jetzt mache ich hier den Kopfhörer auf. Okay, wir hören, dass wir noch nichts hören. Jetzt hören wir was. Super. So, jetzt werde ich dann gleich mal schauen. Warum habe ich denn, bin ich irgendwo kaputt gegangen, weil ich meine Runenaktivierung nicht habe? Gerade weg, der Strahl. Jo. So, jetzt schauen wir mal. Was hatte ich mir denn da alles markiert? Ach, genau. Und letztes Mal habe ich dann auch noch diesen Heini hier gemacht, den der Patches gesagt hat: Jo, kämpf mal gegen den. Und dann ist hier noch einer. Den müsste ich noch machen. Und da wollte ich auch noch mal hinschauen. Und jetzt haben wir noch irgendwo den Einser. Ah, das da. Genau, da der Präzeptor Siluvis. Also, das ist ein totaler Arsch. Mal schauen wir, was hat denn der uns nochmal gegeben? Von Eudem. So, genau. Siluvis Trank.
Eine kleine Flasche stammt vom Präzeptor Seluvis. Eine kleine Flasche enthält einen trüben blau-schwarzen Tank. Findet Nefeli und sorgt dafür, dass sie ihn auch trinkt. Toll. Jo. Ich habe noch mal, also das muss ich jetzt mal gucken, weil ich bin ja eigentlich bei ihr gewesen. Aber es gibt ja noch eine, die ist ja hier. Zauberin Hexen. Die ist ja hier. Dann schauen wir mal schnell dahin, ob das vielleicht die ist, an die ich diese Schriftrolle geben soll. Oder heißen die alle Selene? Gut. Ich mache mal ganz kurz eine Anmoderation. Okay. Also. Jetzt geht's wieder los. Hier ist Duken da nicht durch, aka. Ich bin's für euch. Und ich spiele wieder den Elden Ring. Elden Ring. Und wie ihr wisst, wir sind hier schon mitten dabei und wollen die Selene finden. Reite ich in die richtige Richtung? Nein, ich reite nicht in die richtige Richtung. Da ist sie. Hui. Da. Was? Oh. Zwei. Ja, das ist auch ein bisschen. Selbst mit den Zahlen so confused. Ups. Hopp. Scheiße. Warum kann ich da jetzt wieder nicht runter? Das kotzt mich wieder an, ey. Ah, komm, fuck you. Scheiß auf die 2000 Seelen, oder? Puh. Das verstehe ich auch nicht. Es ist an manchen Stellen, dass man da nicht hin darf. Ja. So. Blödes Ding. So. Mein Gott. So. Da hängt nämlich noch so eine Zauberin. Oh Gott, ich muss mir das wieder anhören. Sie bringen den schon degenerierten. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Du blödes Ding. Da oben ist mein Zeug. Was ist das hier, ein Giftsumpf? Oh. Und da bin ich dann gestorben. Naja. Da hätte ich runtergekommen, oder? Jetzt gesehen, es gibt einen Torrent. Ah, toll. Da hätte ich einfach runtergekommen. Zum Scheiß. Wo ist jetzt mein Zeug? Ah, da. Gut. Jetzt muss ich nochmal zur anderen Selene hin. Das, entschuldige, dass ich jetzt hier gerade so. Da. Stehe ich nicht, weil ich habe doch. Ach.
mal schnell zu ihr. So. There you are. Shall we commence the lesson? Nein. Okay, dann habe ich ihr das schon gegeben. Dann ist das in Ordnung. Gut, das nächste ist... Schlüssel-Items. Habe ich die nicht schon gar nicht... Brut. Was haben wir denn jetzt hier noch an Items? Das da verstehe ich auch nicht. Dieser uralte Monarch ist ungeheim stolz und lässt sich von niemand rufen. Die blinden Jungfer. Die habe ich auch nicht mehr gefunden. So, eine Feli müssen wir finden. Das sind die Items für die. Also diese komische Jungfer. Da noch gucken, ob wir da irgendwas haben. Für Aufrufung. Die Aufrufung war der Heini, der da oben hockt. Bei, auf dem Weg. Bruder Kolrender hier. Wie gehe ich denn da am besten hin? Gebe ich dem schnell das Buch ab. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Und machen wir was Gescheites. Okay, nur noch ein paar Minuten. Dann geht's richtig los mit der. Der noch irgendwas brauchen kann. Ne. Reite einfach den Weg entlang. Okay. Und hier ist ja auch dieser eine Drache auf dem Plateau, wo ich nicht so ganz checke, wann der kommt und wann. Sag mal. Komm, leck mich doch am Arsch. Was ist denn da heute los? Ich bin gerade echt zu dumm. So, so geht's ja nicht. Idioten. Der rennt da mit seinem dicken Schwert rum, hä? Aha. So, Idioten. Wahnsinn. Hopp. Mann. Dieses Aufheben, das könnten sie auch mal ein bisschen... ...bisschen verbessern langsam. Brr, 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 brr. Position der goldenen Maske verraten? Was war das? Ah, der sucht er. That is a work of heresy. Der sagt ja immer. Very well. I'll take it off your hands. Danke. So, was haben wir jetzt hier? Gift, Blutung, Schaden gelöst bei euch und euren Verbündeten. Das ist natürlich mega geil. Do you sport with me? Nein. From your description,
It can be no other than the Gold Mask himself. Mm-hmm. Of course, I knew he would be close by. Yeah. Bless the Golden Order and its benevolent rays. And to you too, my sincerest... May the Golden Order... Okay. Most, it is entirely thanks to you. Have my sincerest gratitude. Cool. May the Golden Order... Was? I will soon leave to join the noble Gold Mask. It is entirely thanks to you. You have my sincere... Okay. Jetzt schauen wir schon, ne? Weil nichts... Dann machen wir eins. We will reload the area. And then... Ist der noch da? Jetzt ist er nämlich weg. Und jetzt könnte es sein. Ja, jetzt ist er da drüben. Schauen wir mal. Reisen wir darüber. Cool. Sieht so aus, als ob's. Ups. Da ist er. Brr, 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 brr. Da kniet er vor der Maske, oder was? Nee. Steht bloß da. Hey. Ah, we meet yet again. Ja. Thanks to you, I have become acquainted with the noble Gold Mask himself. Echt? And taken my place by his side, as you can see. Toll. Have no fear. I will still teach you incantations as before. Super. Though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. The master is always deep in contemplation. While I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger, and though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom. I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. May the Golden Order Gut, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt müssten wir mal so eine Tusse da finden. Und das verstehe ich nicht, weil das Objekt ist ja jetzt weg, das ich ihm gegeben habe, das Ding. Oder? Ah ne, ihm habe ich ja von davon gar nichts gegeben. So, diese mal schauen möchte. Diese eine. Das eine Mädel. Da ist das Gefäßkind. Aber das sollten wir doch auch noch irgendwas suchen. Gefäßkind, Fingerleserin, ein Händler. Kante oder Gelübde, also das ist diese Schildkröte. Seht ihr irgendwo diese blinde Frau? Ah, nee, das ist ein nomadischer Händler. Da bin ich angekommen. Komisch, komisch. Ah, da kann ich mal gucken. Vielleicht habe ich hier jetzt das Item. Ah, je, der rechnet immer noch. Deshalb gibt es ein paar Frame-Dips.
Da habe ich noch nichts für. Ich dachte ja, mache ich mal das hier alles und dann Preceptor Velio Selvus. Tepidia. Geschiedener Händler. Renala. Ich frage mich wirklich, wo die ist. Der Zauberer. Der ist auch komisch. Er muss jetzt aufbrechen, ist aber schon seit 100 Tagen jetzt da irgendwie bloß noch da unterwegs. Verlassener Händler, Blight ist weg. Gut, als nächstes gehe ich jetzt gleich mal ins Schloss Rotmenne. Aber vorher. Thank you.
jetzt geht's gleich los. Okay. So, was ich... Kathedrale Drachenkommunikation. Hier in dem Festung Gael war so ein... Nordseite der Festung Gael. Da war so ein Teleporter. In die Festung da vom Rotmannshöhe hinein. Jetzt schauen wir nochmal da rein. Die. So. Cool, cool. Zielt. Ach. Ah, das sind auch mal diese Fußspuren. Fest und Gel, da war ich doch schon, gell? Da war ich schon, ja. Da habe ich auch so einen lustigen Tod hier. Der war echt lustig. Was habe ich denn für... schnell hier reinrennen. Er hat einen coolen Bogen. So. Hey, sag mal, was für eine Scheiße! Ich hab mich geheilt. Oh, es ist echt gerade nicht so Bock. Ich dachte, den Scheiß. Hier sitze ich auch nicht gut. Es war schon... Gut, Samstagnacht war echt gut. Samstagnacht war richtig gut. Janet. Oh. Ja, das sollte man auch wissen, dass man dann einfach einen... Oh, was ist denn da? Was ist denn da los? Ja, da. Mann. Bisschen lauter. Ach, da unten ist der. Wow.
nichts zu verlieren, oder? Ich habe ja nur was zu gewinnen gerade eben. Gut. Was? Ich gehe mal da runter. Sehr schöne Löwenkralle. Gut. Jetzt muss ich hier wieder hoch. Ah. Runbogen ist auch immer gut. Was ich nicht verstehe, auch ist so Sachen wie diese Prompts, diese Sachen zum Lesen. Die muss man dann immer aktiv wegklicken. Irgendwo einen Schalter für dieses blöde Ding. Muss doch hier irgendwo ein Schalter für das Tor sein, oder? Ja, ihr Süßen. Lasst mich mal schnell gucken. Das Papi sucht hier gerade noch den Schalter für das Tor zum Aufmachen. Hier ist der nicht. Hier unten. Das muss doch auch irgendwie aufgehen. Na, gut. Da ist er. Da ist er, der Schalter. Aber wie komme ich da hin? Ja, könnt ihr jetzt mal weggehen. Oh, da ist auch noch ein Item. Ja, wieder schicken. Geht's hoch. So, das machen wir hier unten auf. Dann kann ich ups.
Jetzt gehen wir da rüber. Und lassen uns zur Ruttmannhöhe Dings teleportieren. So. Vorher nehmen wir noch den ab. Blöd, dass ich den Trank nicht habe, aber ich werde sicherlich eine Rothöhe, oder wie das heißt, werde ich sicherlich irgendwo ein Lagerfeuer finden. Gut. Jeez, bei 88% sind an der Programm sind es 100%. So, das habe ich. Da wird geschossen. Da muss ich hoch. Genau, ich muss ja hier hoch und dann da oben rum rein. Schauen. Da haben die dann nämlich einen Riesen. Ja. Oh. Da ist immer so ein... Oh, zwei Löwe, Doppellöwe. Geil. Hä? Da sind gar keine mehr. Okay. Cool. Da ist überhaupt keiner mehr. Das ist ja toll. Ach, scheiße. Schmiede 3. Da waren überall Leute. Gut. Ja gut, wahrscheinlich, weil dieses Heldenfest ist gestartet. Geil. Oh ja, guck mal. Da drüben sieht es ja schon echt cool aus. Schön. Ich warte gerade auf die Post. Oh. Komm. Ah, Tumansinn. Talisman. Da noch dieses eklige Ding. Ich mag die gar nicht.
dieser, der da ist, dieses Ding. Die sind so kacke. Vielleicht muss ich die noch gar nicht. Aktivieren. Ging es hier irgendwo rein? Schwertboost, was ist das? Das ist so Stärke und der Tropfen heißt, dass das Leben gerade regeneriert wird. Oh. Hört sich an wie Halo. Cool. Mega geil. Dann sind da gar keine mehr. Mein Gott. Das ist ja total cool. So, und da muss ich jetzt nochmal ganz kurz eine Pause machen. Thank you.
Ganz schlimm ist ja, wenn man immer so viel trinkt. Sollte man irgendwie nicht tun, oder wie? Ah, geil, die Halo-Gesänge. Halo war auch so ein geiles Spiel. Also Halo hat mir echt gut gefallen. Ja. Dann schaue ich mich doch jetzt hier mal in dem Schlösschen um. Schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwo einen Dingspunkt finden. Ja, hier war alles voller Gegner. Das verstehe ich gar nicht. Das ist ja cool. Ständig muss ich erstmal an den zwei Jungs da vorbei. Ja. Ständig muss ich an den zwei Jungs vorbei, damit ich zu dem Heldentanz da komme. Und was haben wir hier? Da ist ein Teleporter. Wow. Mal, weil ich nicht glaube, dass das irgendeinen Unterschied macht für mich. Hi. Schmiedestein 5. Gassplit. So, die Kleinen können nämlich doch recht gefährlich werden. Au, jetzt kann ich das hier öffnen und dann habe ich da schon mal das geschafft. Bin ich hier im Schloss? Kurzbogen. Oh. Jetzt vielleicht dadurch, dass ich... Ah, nee, habe ich leider nicht wieder. Diese Spezialtrank habe ich nicht wieder. Sieht irgendjemand ein Feuer? Schauen wir mal.
dich. Und letzter. Oh. Du bist lustig. So. Dunkel 4. Bestienblut. Alter Reißzahn. Ja, alter Reißzahn. Tschu. Hip. Der ist auch angepisst, hä? Jetzt wirkt das Gift. Und der letzte Schuss. So. Den Rest macht das Gift. Gut, die waren keine einfach. Ich will trotzdem. Ich weiß gar nicht. Dunkel 4, Bestienblut und Reißzahn. Jo, gut. Ne? Oh, eine Sechserrune. Sechserrune ist gut. Jetzt lang. Da verstehe ich, dass das nicht aufgeht. Ah. Das sind auch komische Dinge, hä? Wieso komme ich hier überall nicht rein? Noch aus Dark Souls 1 in der Painted World. Da waren auch so Viecher mit so Dingen, aber das waren ja Phalanx. Diese Phalanx-Dinger, die auch dann Demon's Souls als erster Boss waren, den man unbedingt schaffen musste. Check's hier gerade nicht so ganz. Da ist ein Teleport. Bevor ich in den reingehe, möchte ich aber hier ein Side of Grace haben. Da ist eins. Wo? Gut. Alter Gnade rasten. Gut. Dann
14.000. Ach, 14.000, aber nicht so. Habe ich noch irgendwelche Runen, die ich poppen kann? Goldene Rune 11. Was macht die? 6.000. Nicht so viel. Ah, da hätte ich darum auch reingehen können. Oh, guck mal, da sind sie ja alle. Also Mr. Blight und... Oh, cool. Und da die alle da sind, deshalb möchte ich jetzt erst einmal... woanders hingehen. Noch ein Item. Schmiede 4. Da geht es wahrscheinlich auch nicht rein. Aber irgendwie muss ich doch da reinkommen. Guck mal, da oben geht's lang. Das möchte ich halt jetzt erstmal irgendwie rausfinden. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da rein? Und so weiter. Kleine Häuschen hier, schön. Das ist aber verrammelt. Ist alles zu. Kann es sein, dass es alles zu ist, weil jetzt hier die Heldengeschichte los ist und dann... das kann gut sein. Jetzt quatschen wir erstmal mit den Jungs. Ah, seht ihr dieses Zeichen da links? Über dem Thorps Barriere. Jetzt kann ich nämlich nicht. Jetzt kann ich nicht schlagen. Das heißt, jetzt ist so Story-Gebiet. Hi, wer bist du? Höfliche Verbeugung. Okay. Höfliche Verbeugung. Champions, welcome. The stars have aligned. The festival is nigh. General Radahn, mightiest demigod of the Shambling, awaits you. Champions, prepare for battle. Cool. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival. Cool. Hi. Ah, you came. Yeah. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal.
Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Jo, schauen wir zum Blight. Bist du? Ach, könnte ich den dann auch noch? Okay. Hi. Ah, there you are. Took your sweet time. Mm-hmm. The players are all made up and waiting for the curtain. Let's give them a show to remember. Just don't you go dying on me. For Rani's sake, too. Mm-hmm. Once more into the fray together, eh? This might even be fun. Once more into the fray together, eh? Mm-hmm. Ja, cool. Den kennen wir doch aus dem Zwischenbild. Ja. I see when you are ready. Sobald ich jetzt gehe, dann geht's dann irgendwie los. Dann aber ich möchte meine Kohle, die ich da jetzt gerade hier eingesackt habe, erstmal ein bisschen ausgeben. Und das ist dann aber etwas für das nächste Mal. Denn wir haben jetzt endlich, heute ist nicht viel passiert, so kampfmäßig, aber endlich bin ich in Schloss Rotmähne gelandet. Mit der geilen Halo-Musik im Hintergrund. Ja, mega cool. Am Mittwoch geht's dann hier live weiter. Vorher werde ich sicherlich noch zocken. Das heißt, ihr werdet vorher noch irgendwie ein Video bekommen. Okay, also wir sehen uns Mittwoch, denke ich mal, wieder so um 10 Uhr. Servus, macht's gut. Fertig und ein Like da lassen, gell? Ciao.